Süßes, sonst gibt's Saures. Dampfgeschwatter mit ein wenig Terra in Kooperation mit Gameforge. Hier läuft das Halloween-Event. Die Städte sind geschmückt mit Kürbissen und so weiter und so fort. Und ich queste jetzt hier auf dem neuen deutschsprachigen Server ein bisschen weiter. Ich befinde mich hier gerade in Velika, in der ersten großen Hauptstadt, da wo ich im letzten Video aufgehört habe. Auch hier ist ein Kürbis und da steht ein Kürbis rum und da ist zum Beispiel ein Portal. Mit dem kann ich mich schneller innerhalb von Velika herumbewegen. Also eigentlich gibt es so ein System nicht wirklich, wo man ganz einfach schummeln kann, dass man sich überall hin teleportiert, aber in den Städten geht das definitiv. Ansonsten gibt es den Greifenmeister und so weiter hier in Velika. Das sind so Portale und dort kann ich mich hin teleportieren. Ich muss jetzt zu Getty und irgendwas getten, aber da laufe ich einfach so hin. Ansonsten Portal am Ringplatz, Platz der Jägerin. Nö, da laufe ich einfach so hin. Hier ist der Inventarverwalter Getty. Erstmal die Quest annehmen und da kann ich dann, wenn ich möchte, wohl mein Inventar auch vergrößern. In die Ränge eintreten, sagt er mir hier, ein paar Belohnungen erhalte ich. Inventar erweitern, was kostet das zum Beispiel? 15 Silber kostet das. Das heißt, man wird hier nicht mal mit irgendwie Premium-Währung zur Kasse gebeten, sondern das konnte ich direkt so machen. Und wie viel kostet die nächste Erweiterung? Inventar erweitern, 3 Gold dann schon. Nö, da winke ich ihm lieber zum Abschied. Ich habe übrigens durch das Level-Up-Event hier so ein paar Kisten bekommen und mächtiger Trank der Jagd, für einen Tag lang werden die Erfahrungspunkte verdoppelt und dann habe ich hier eine Trickkiste mit Nachtschattenrüstung 7 Tage lang, hier Handelsagent, Handelsagentur anzeigen ist wie ein typisches Aha, kann man eigentlich sagen, Rüstung nach Ort, Moment mal, Körper suchen wir mal kurz, was könnte ich da zum Beispiel kaufen, jo, entweder Sofortkauf, oder bieten zum Beispiel. Bankier, da kann ich irgendwelche Kostümlager. Das ist ja mal interessant. Da kann ich irgendwelche Items draufpacken, natürlich, ganz klar. Und auch hier offenbar das Inventar erweitern. Ja, alles klärchen. Wo muss ich hin? Uriela im Hauptquartier. Da ist sie, die Beraterin. Ich glaube, ich werde das in der Stadt jetzt ein bisschen überspringen, denn da muss man jetzt sehr viel sprechen. So, ich muss jetzt hier mit dem Kommandanten Sire nochmal sprechen, in die Ränge eintreten und werde irgendwo hin teleportiert. Nein, wir sehen eine kleine Zwischensequenz mit dem Commander. Also, man sieht schon, da sind tatsächlich immer die Zwischensequenzen auch auf Deutsch vertont. Ich weiß gar nicht, ob das damals auch schon der Fall war oder ob es da nur Untertitel gab. So genau kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber ich würde mal sagen, ich überspringe das ein bisschen, dieses Herumlaufen in der Stadt und so weiter und dann melde ich mich später nochmal. So, jetzt habe ich von einem Kollegen eine Schriftrolle bekommen, aber zuerst öffne ich jetzt mal diese Trickkiste mit der Rüstung. Und, da sieht man sogar direkt eine Animation. Nachtschattenrüstung, Kastanik-Damen erhalten. Jetzt bin ich gespannt, das dürfte ein Kostüm sein, wenn mich nicht alles täuscht. Seelengebunden kann dann nicht gehandelt werden. Alles klar, dann binden wir das mal an meine Seele. Und wie sieht das Ganze jetzt aus? Okay, die Nachtschattenrüstung ist da. Den Trank, glaube ich, hebe ich mir aber noch auf. Wie lange kann ich den noch behalten? Denn der hält nur einen Tag und ich glaube, den behalte ich mir noch für später, wenn es dann schwieriger wird zum Leveln. Wie sieht denn das Kostüm aus? Ja, kann sich schon sehen lassen. Und dann habe ich jetzt hier so eine Schriftrolle erhalten, die mich wohl irgendwo hin teleportiert, nämlich ins Bollwerklager. Und dort muss ich jetzt hin. Teleportieren wir uns mal dorthin und sehen wir uns an, was dort so abgeht. Jetzt bin ich im Bollwerklager in den Wäldern der Vergessenheit angekommen und dort geht es weiter mit ein paar Quests. Jetzt habe ich hier einen neuen Skill bekommen, den finde ich sehr interessant. Ich kenne die Klasse, wie gesagt, nicht. Ich kenne lediglich den Zauberer. Mondgravitation und alle Gegner, die mit diesem Luna Sigma befallen sind, welches ich hier wohl, die kann ich sozusagen markieren. Beseitigt schleichende Säbelzähne. Sehen wir uns das mal an. Das User Interface, die Tastaturbelegungen haben sich leider nicht gespeichert von meinem Zauberer. Und das muss ich mir dann belegen. Also ich mag es eigentlich nicht so, wie soll ich sagen, hier mit den Tasten 5, 6, 7. Ich belege mir das meistens nur bis 4. Und dann habe ich noch Tasten wie V, R, E. Alles, was man irgendwie gut mit dem Zeigefinger erreichen kann. Und so zocke ich dann meistens. Ach, die werden direkt rangezogen. Das ist ja mal heftig. Nicht schlecht. Das stelle ich mir im PvP auch interessant vor.
Kabums und Taste C. Ich meine, manche Tastaturbelegungen sind schon ganz gute Tasten. C ist normalerweise nicht wirklich Standard, würde ich einfach mal so sagen. Sondern, naja, das muss man sich dann selbst belegen. Typisch sind 1 bis 9 oder 0. Und dann noch hier die F-Tasten, beziehungsweise mit Steuerung 1, Steuerung 2, Steuerung 3 und so weiter und so fort. Ziehen wir nochmal so einen Gegner ran. Nein, das ist gerade in der Abklingzeit. Dann stürme ich da mal ran und nehme die richtig auseinander. Also die Klassik, glaube ich, kann sehr viel dazu beitragen, ob man Bruchstück einer Avatar-Waffe gesammelt. Sehr schön. Ich glaube, die Klasse trägt viel dazu bei, ob man Spaß im Kampf hat oder nicht. Das heißt, ich meine, ist einfacher gesagt als getan, aber wer wirklich vorhat, mit einem MMO wie Terra langfristig anzufangen, da kann es vielleicht nicht schaden, sich mal so... Glückwunsch, ihr habt nun Stufe 13 erreicht. Da kann es vielleicht nicht schaden, sich jede Klasse zumindest mal so bis Level 20 anzusehen. Also nicht jede, die es wirklich gibt, sondern Blaublütennesseln muss ich sammeln. Die waren doch hier hinten irgendwo, oder? Wo waren die? Ach so, das sammelt auch gerade jemand, glaube ich. Genau, kann es eventuell nicht schaden, sich mal ein paar Klassen anzusehen, um dann zu entscheiden, okay, das liegt mir eventuell. Ab Level 20 gibt es dann auch die ersten Dungeons, glaube ich, über die Instanzsuche. Und dann sieht man sich mal einen Heiler an, vielleicht einen Tank, einen Fernkämpfer und danach entscheidet man sich. Aber ich würde doch eher auf eine Klasse dann gehen, unterm Strich, und nicht jede dann, die alle auf Level 30, dann alle auf Level 40 und so, weil doch eine Mal im Maximallevel, dass man gut Gold farmen kann, kann man sich dann rüberhandeln für Inventarerweiterungen etc. So, die muss ich jetzt zurückbringen und erstmal rauf aufs Pferd, finde ich richtig genial. War das damals? Hatte ich auch schon ein Pferd von Anfang an? Ich glaube, ich habe mir nämlich so ein Paket gekauft und da war meine Flammenmeere drin in diesem Paket, aber egal. Ein verwundeter Soldat. Nein, habe ich die Quest nicht neulich erst mit meinem Zauberer gemacht? Aber die Sache ist hier, es gibt so viele Zonen und Gebiete, Lager mit teilweise Nebenmissionen, die man alle gar nicht erledigen muss. Und da kann man im Prinzip machen und tun, was man möchte. So, jetzt Moment mal, was sind eigentlich meine besten AOEs? Ich will ja mal ordentlich Action erleben. Denn da sind richtig viele Gegner am Start. Da ziehen wir vielleicht noch was zusammen. Gleich mit dem Skill. Alle jetzt beisammen. Und dann kann man ordentlich seine Skills, die vielleicht nicht so eine große Reichweite haben, da mal einsetzen. Heftig, heftig, heftig. Ja, das macht schon Spaß. Und so kann man die gut zusammenpullen, dass die nicht alle überall stehen. Boah, das Looten, das ist nur etwas... Noch, wie viele Bruchstücke habe ich denn schon von der Avatar-Waffe? Das ist etwas zeitkonsumierend, wenn man keinen Begleiter hat, der das für einen übernimmt. Und da sind sie wieder alle. Aber wirklich auf den Millimeter genau stehen die beisammen. Wäre auch genial dann für den Zauberer, weil ich habe einige Skills, die einen kleinen Radius haben, sage ich jetzt mal. Avatar-Waffe, hier haben wir schon. Beschaffte Waffe. Kann ich die jetzt ranholen? Serenmondkleve herstellen. Ihr werdet automatisch damit ausgerüstet, sobald eure Stufe hoch genug ist. Na, aber sowas von. Ihr könnt eure Avatar-Waffe 58 Mal verzaubern. Probieren wir das mal. Zu verzaubern, Gegenstand hinzufügen. Avatar-Waffe. Öffnen wir mal das Profil. Kann ich das jetzt einfach so tun? Nein, jetzt habe ich sie ausgezogen. Aber egal, ich will mir mal die Waffe ansehen. Yo, Waffe, wo bist du? Habe ich dich nicht ausgerüstet? Ihr könnt jetzt keine Gegenstände... Ach, weil ich im Kampf bin. Hilfe! Wachen! So, helft mir doch! Ronda, Verwalterin! Komm, hilf mir da bitte. Kannst du die kurz kaputt machen? Ich habe keine Waffe an und mit bloßen Fäusten will ich hier nicht kämpfen. Ach komm, Ronda! Hier ist die Wache, dankeschön. Ihr erledigt das für mich, oder? Und ist der Kampf schon zu Ende? Wachen ist halt aber ziemlich schwach. Jetzt kann ich sie ausrüsten. Wie sieht die aus im Schneckenhaus? Ja. Nicht so schlecht. Ist die auch irgendwie stärker? Was hatte ich denn vorhin? Ich glaube die hier. Oh, die hat schon einen guten Angriffsmodifikator. Muss man sagen. Na dann. Versuchen wir das mal. Was kann die im Kampf? Ich will nochmal ein paar ranziehen. Da drüben noch so eine Gruppe eventuell. Wie weit geht denn das? So, da sind sie wieder alle. Und jetzt geht's mal los, würde ich sagen. Bams! 20 davon muss man besiegen. Hört sich mehr an, als es in Wahrheit ist, wenn die hier so schnell
umfallen. Und das dürfte auch schon der letzte sein. Mission abgeschlossen, Anfragen der Vorhut. Sehr schön. Und eine Nebenmission habe ich auch, fordert die Belohnung ein. Na dann mache ich das doch direkt mal. Belohnung erhalten, sehr schön. Das gab, glaube ich, gute Erfahrungspunkte, denn ich bin direkt Level 14. Habe ich neue Skills? Ich kann diese beiden erstmal hochpushen. Dann machen wir mal, dass sie ein bisschen stärker werden und auch ein wenig Kavums austeilen. Loot muss man, genau, was ich sagen wollte. Es gibt so Begleiter, mit welchen man hier... Moment, ich muss darüber. Begleiter, mit welchen man automatisch looten kann. Das ist ganz praktisch. Ich habe so einen Frosch beim Zauberer. Und, keine Ahnung, gibt es noch ein paar andere. Die machen nichts, die kämpfen nicht mit wirklich oder so, sondern die sammeln den Loot automatisch ein, wenn man das denn möchte. Aufstand der Divaner. Gut, den Hauptmann finden, das wäre wohl gelacht. Bisschen Gold bekommt man, beziehungsweise in meinem Fall noch Silber. Neue Ausrüstung, die sehe ich jetzt aber nicht, denn ich habe ja ein Kostüm an. Und deshalb sieht man meine normale Ausrüstung nicht. Das könnte ich aber auch deaktivieren, wenn mir die normale Ausrüstung besser gefällt als das Kostüm zum Beispiel. So, da sind sie, die Devana-Banditen. Die muss ich jetzt ein bisschen klatschen. Dann würde ich mal sagen, ziehen wir auch gleich mehrere zusammen. Ich glaube, am Anfang ist das nicht so hart, gegen die zu gewinnen. Ach, die sind teilweise Fernkämpfer. Sehe ich das richtig? Das wäre dann natürlich nervig. Dann muss ich die mal ranziehen. Kommt mal alle schön zusammen. Boah, diese kritischen Treffer. Kommt mal schön zusammen. Wir veranstalten da eine kleine Party. So ist das fein. Und so muss das auch sein. So, mit F alles immer looten. Also man macht mit der Maus, macht man eigentlich relativ wenig. Es sei denn, man bevorzugt diese, wie soll ich sagen, dieses Spiel, diese Steuerung. Aber eigentlich ist alles so drauf ausgelegt, dass man mit der Tastatur alles bedient. Und dann mit der Maus die Kamera direkt steuert. Genau. Klicken funktioniert logischerweise auch nicht so. Also klar kann man das machen. Hier Skills mit der Hand anklicken. Aber naja, das Game ist nicht darauf ausgelegt. Das heißt, wer normalerweise immer in Oldschool MMORPGs so gezockt hat, der müsste sich hier spätestens mal etwas umgewöhnen. Wie viel brauche ich noch? 3 in Summe. Dann ziehen wir hier noch welche zusammen. Kommt mal ran da. Oh, die war zu weit entfernt, okay. Naja, sind immerhin nur, mit Anführungszeichen, 15 Meter. Boah, diese Kombos, warum kritte ich so häufig? Ernsthaft, warum treffe ich so oft kritisch? Bin ich da so oft von hinten? Nein, ich treffe die direkt von vorne. Also, warum auch immer, aber die kritische Trefferrate, die passt da schon. Okay, und ich habe direkt eine, also die Hauptquest ist erledigt und jetzt hier noch das grüne Rufzeichen. Direkt eine Nebenmission, die ich erledigen möchte, kann, wenn ich möchte, um ein bisschen zusätzlich hier zu leveln. Mache ich direkt mal. Ich will mir nämlich die Belohnung jetzt ansehen, ganz kurz. So, es sind ja nur noch, wie viele noch? Ach so, das kann ich jetzt nochmal machen und immer und immer und immer wieder. Okay, dann verziehe ich mich aber mal. Diese fleischfressende Pflanze aus Super Mario habe ich wohl noch im Kampf. So, dann kann ich auch wieder aufsatteln und weg von hier. Nämlich zu irgendeinem NPC, der hier in einem Lager rumstehen muss, wenn ich das richtig sehe. Hier ist so ein kleines Lager. Nö, Moment mal. Ich bin im Ziel vorbeigeschossen. Ach, hier bist du. Ich habe dich vorhin gar nicht gesehen. Was ist denn mit dir los hier? Findet den Hauptmann. Noch nicht gefunden. Gestohlene Geldsäcke muss ich jetzt finden. Alles klärchen. Und zwar hier. Moment, da machen wir mal... Ach so, die soll ich auch besiegen. Ich dachte, ich muss mich jetzt hier ins Lager reinschleichen. Und da, keine Ahnung, irgendwas klauen. Kommen die Magier ran? Warum kommen denn selbst die Magier ran? Also, klar mit meinem Skill, aber ich dachte, die wären auch freiwillig jetzt rangestürmt. Sind die keine Fernkämpfer? Was ist denn los mit euch? Gold, richtig fein. Bisschen Silber, Kupfer. Nein, das ist ziemlich wenig, da habe ich auf meinem Zauberer schon mehr. Aber der ist auf einem anderen Server und das kann ich mir aktuell nicht irgendwie rüber transferieren. Ansonsten könnte ich hier zum Beispiel direkt mein Inventar komplett erweitern. Nicht, dass ich das jetzt benötigen würde, aber Inventar erweitern. Was kann man mit Gold noch anstellen? Die Skills hochpushen. Ich glaube, am Anfang reicht das Gold zwar immer aus für die Skills, aber später muss man sich dann eventuell schon überlegen, welche man levelt und welche nicht.
Alter Schwede, der Kampf geht so dermaßen ab, ich musste mal ein bisschen ohne Interface kämpfen. Das macht ja richtig Laune. Okay, jetzt sind gerade weniger. Hier, ich versuche da mal. Du kommst ran. Und du kommst ran. Und diese zwei da hinten noch. Die Banditen und Kantoren. Nein, was war denn das hier? Hat nicht funktioniert, was ich wollte. Kommt schon. Macht mal nicht hier so viel Stress, sondern lasst mich da schön kämpfen. Die haben die eine KI? Warum kommen die da nicht ran? Aber jetzt weiß ich nur nicht, von welche Skills gerade eine Abklingzeit haben. Das ist ein bisschen doof. Aber ich probiere mich ein bisschen durch. Und Kavums, kann ich den einsetzen? Jawohl, kann ich. Ah, das bockt. So. Steuerung Z, Interface ausblenden. Aber da gehen die Lebenspunkte schon ein bisschen runter, wenn man dann gar nichts sieht und komplett blind kämpft. Auftrag jedoch abgeschlossen. Belohnung einfordern. So, erhalten. Moment, sehen wir uns mal die Erfahrungspunkte an. Ich meine, ich bin jetzt nicht ausgeruht. Okay, beim Zauberer war es auch teilweise nur so krass, weil ich dort so lange nicht mehr gezockt habe. Und dann die sogenannten Rested XP erhalten habe. Bedeutet also EP-Boni, wenn man längere Zeit nicht gezockt hat. So, hier oben ist er diesmal. Und ich habe aber hier was Feines bekommen. Kann ich das schon ausrüsten? Jawohl, kann ich. Und zwar erhöht den Schaden an Monstern um 4,7%. Rüste ich aus. Und zwei Verteidigende habe ich auch noch hier. Verringert den durch Monster erlittenen Schaden um 4,7%. Rüste ich einfach mal beides aus. Und ist ein kleiner Bonus nochmal. Gut. Beseitigt Tuebenius. Ein kleiner Boss jetzt, oder wie? Da hinten, oder? Der sieht groß aus. Der sieht etwas größer aus. Die dunkle Maid ist am Start. Oh, vielleicht hätte ich mich mal heilen sollen oder so. Ach, egal, das machen wir schon. Zur Not habe ich hier einen Trank, den ich verwenden kann. Und die Sache ist erledigt. Jetzt geht's aber mal los hier. Jetzt pass aber mal auf. Jetzt kannst du dich in Acht nehmen. Crowd Control ist am Start. Er flüchtet! Seht euch den Noob an. Das kann dann nämlich auch passieren in Terra. Manche flüchten und holen sozusagen Hilfe. Richtig nervig, habe ich schon erlebt. Oh, was für ein Respawn. Was für ein Respawn. Schnell weg hier. Okay. Wenn die wenige Lebenspunkte haben zum Beispiel, dann flüchten sie und locken damit irgendwie mit der Aggro andere Monster an. So, hier müssen irgendwo Handelswaren rumliegen, oder? Holt die Händlertruhe zurück. Aber wo? Ach, hier. Da ist eine Händlertruhe. 5 Stück, oder? Reicht da? Sind da 5 Handelswaren jetzt in dieser einen Truhe drin? Da ist nur eine Handelsware. Muss ich die anderen noch suchen? Vielleicht hier drüben? Nö, da sehe ich keine Kiste. Oder muss ich da einfach warten? Wow, der verfolgt mich. Was ist denn mit dem los? Egal, ich kämpfe mal ein bisschen. Eventuell. Habe ich die gerade so weggeschleudert oder ist die zurückgehüpft? Eventuell lassen die auch als Loot fallen oder irgendwie so in der Art. Gold sehe ich hier? Nö. Keine Händlertruhe. Vielleicht questet hier auch gerade ein anderer Spieler. Das kann natürlich auch sein. Der die Truhen geklaut hat, weil ich sehe, auf der Minimap sehe ich ansonsten keine 1 eingezeichnet. 1 ist der Questhelper. Ach, da stehen doch, da stehen noch einige rum. Bemerken mich die? Ja, sie haben mich bemerkt. Was habe ich mir denn noch vorgestellt? Die Banditen. Die können sie ja gar nicht anders. Also diese hohen Schadenszahlen, die verwundern mich ein wenig, muss ich ehrlich zugestehen. Dass ich die so häufig habe, gefällt mir. Ich hoffe, dass das bleibt irgendwie so. Okay, das heißt, in jedem Lager ist hier vermutlich eine Truhe. Da sind sogar 2. Sehr schön. Er kennt mich. 3. Was ist denn da jetzt los? Komm schon, Pferd. Schaffst du das? Jawohl. Sauber. Kavums, Kavems. So öffnet man also heutzutage eine Truhe. Es gibt sogar, genau, für teilweise das Crafting, also für das Farmen und so weiter, von den Ressourcen hier oder auch für das Sammeln, bekommt man Erfahrungspunkte. Das ist zwar lächerlich wenig, 48, wenn ich hier irgendwie 50.000 benötige. Aber lustig ist es dennoch, dass man sogar dafür Erfahrungspunkte bekommt. Gut, das ist wieder erledigt. Diese ganzen Nebenquests könnte ich noch machen, das lassen wir jetzt aber mal. Und wir suchen nämlich jemanden, der sich hier hinter dem Questhelper versteckt. Da müsste ich die Minimap ein bisschen anders platzieren, aber das passt jetzt schon. Hier bist du. Immer an einer anderen Stelle, aber ich finde dich. Keine Sorge, keine Frage, ich komme wieder. Wo haben wir jetzt den Hauptmann? Sporenwandler besiegen.
da kämpft man sich mal durch. Was mittlerweile eigentlich in solchen MMOs gang und gäbe ist, ist einerseits, dass ich mir einen zweiten ranhole und dass man nicht mehr komplett zurück muss zum Questgeber, sondern dass der Questgeber sozusagen die Position wechselt, dass man einen schönen, geschmeidigen Verlauf hat. Also ansonsten müsste ich immer wieder ins Anfangslager zurück. So war es eben früher, aber früher in den MMORPGs, aber das ist heutzutage eigentlich fast nie mehr der Fall. 980 Erfahrungspunkte gibt ein so ein Kollege und dann bekommt man 8 und das war ein One-Shot, einfach den Skill eingesetzt und komplett bewältigt. Aber ich habe nicht offscreen gelevelt oder so, sondern das ist alles nur durch die Quests. Das heißt, ich bin eigentlich nicht überlevelt, würde ich mal sagen. Von daher, genau, 2 Stück noch, Moment. Das haben wir gleich, denn mein Skill ist ready. Geht das von der Reichweite her? Oh, schade, nein. Der wurde nicht getroffen, der war nicht im Kampf. Aber gleich ist er weg, würde ich mal sagen. Skill ist wieder da und weg vom Fenster. Sehr schön. Meldet euch bei Yodok. Wo sehe ich den? Auf der Karte gerade gar nicht, um ehrlich zu sein. Scrollen wir mal ein bisschen raus. Ah, okay, jetzt muss ich hier runter und dort geht es dann vermutlich für mich weiter. Hier noch looten. Das kann ich am Gaul nicht, da muss ich dann... Aber der sattelt mir automatisch ab. Okay, dann laufe ich da mal hin. So, hier habe ich Elonia, die Halloween-Helferin. Da kann ich entweder was kaufen, zum Beispiel Versprechen der Verdammten. Und da kann ich dann was im Laden der Verdammten ein bisschen shoppen. Das ist die Eventwährung, die droppt, glaube ich, in den ganzen Dungeons während Halloween. Oder ich kann mich zur Eldritch Akademie teleportieren lassen. Was für ein Wort. Okay, würde ich mal sagen, mache ich das, oder? Komme ich jetzt zu einem Besen? Nö, sieht nicht so aus. Oho, hier geht die Halloween-Party ab. Aber so richtig. Halloween-Party-Planerin Titiana ist hier am Start. Was kann ich bei ihr denn machen? Süßes, sonst gibt's Saures. Da nehme ich eine Halloween-Quest an. Bam, badam. Und da bekomme ich zum Beispiel 5 Halloween-Süßigkeiten, mit welchen ich dann hoffentlich irgendwas kaufen kann. Was muss ich für die Quest denn machen? Sehen wir uns das mal an. Im Quest-Helper. So, Kürbiskopf finden. Gut. Beziehungsweise, was stand da? Halloween verteidigen. Rückkehrhelferin. Nö, da kann ich wieder zurück. Titiana teleportiert sie mich. Eine Instanz für 3 Spieler. 5-mal täglich kann ich die betreten. Okay. Na gut, dann würde ich mal sagen, für dieses Video war's das. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Oh, Spielezwein. Oh.